kurz nach 17 Uhr. Moin Moin Mitschau! Race of the Night. Das letzte Rennen in dieser Saison hier auf dem Heidering. Ja, liebe Fans, und Sie sind live dabei. Sie haben alles richtig gemacht. Denn wir wollen heute hier richtig ein Feuerwerk abbrennen. Denn es gibt gleich mehrere Premiere. Es gibt auf jeden Fall die Premiere im sportlichen Bereich. Denn wir kombinieren am heutigen Abend Speedway und Langbahn mit einem Fahrerfeld. Ja, das suchen Sie. Wunders vergebens. Ja, und hier sind die Helden der Nacht. Und wir freuen uns zunächst auf unsere Speedway-Fahrer. Und wir begrüßen ganz herzlich mit der Startnummer 1 aus Russland. Hier ist Emil Saifonino. Mit der Startnummer 2 aus Deutschland. Und jetzt will ich euch kurz hören. Hier ist Bobby Busch. Ein alter Bekannter, als ist die Erfahrung pur. Hier ist mit der Startnummer 3 Sebastian Ulameck. Die Startnummer 4 aus Russland, ebenfalls in Deutschland natürlich wohlbekannt, lange in der Speedway-Bundesliga unterwegs. Hier ist Renat Dafur. Die Startnummer 5 kommt aus Dänemark und er ist einer der Wölfe aus Wittstock, der dieses Jahr hier Bundesliga-Premiere gefeiert hat. Hier ist die Startnummer 5, hier ist Mats Hansen. Die Startnummer 6 am vergangenen Wochenende hat er für Furore gesorgt bei seinem Heim Grand Prix. Wir freuen uns natürlich tierisch, dass er heute zu uns gekommen ist. Hier ist Patrick Dudek. So, liebe Fans, Local Hero. Es gibt wohl niemanden, der so viele Runden hier abgespult hat auf seiner Bahn. Und wir freuen uns, er hat heute richtig viel Spaß, in diesem Fahrerfeld dabei zu sein. Hier ist Steven Mauer! Die Startnummer kommt aus Finnland. Hyvä Päivä, hier ist Tero Anjo! Zu uns gekommen ist die Startnummer 9. Wir grüßen Sie mit mir, Shannon Holo. Aus Polen zu uns gekommen, auch ein alter Bekannter, hier auch schon diverse Runden gefahren und immer wieder für eine Überraschung gut. Hier ist die Startnummer 10, hier ist Adam Zwanetti. Wir freuen uns auf einen Gast aus Schweden. Hier ist unsere Startnummer 11, hier ist Matthias Kando. Aus Großbritannien zu uns gekommen ist die Startnummer 12. Begrüßen Sie mit mir Adam Ellis. Aus Slowenien begrüßen wir unsere Startnummer 13 und das ist Mate Sagar. Auch aus Schweden zu uns gekommen die Startnummer 14. Hier ist Thomas Jonasson. Ganz besonders freuen wir uns aus Australien begrüßen zu dürfen die Startnummer 15. Hier ist Troy Batchelor. Und ebenfalls aus Australien, die Startnummer 16, hier ist Rowan Pumjane. Aus der Slowakei kommt die Startnummer 17, begrüßen Sie mit mir Martin Vatulik. Aus Österreich kommt die Startnummer 18 und das ist Fritz Weiner. Jawohl, und zwei Reservefahrer haben wir auch. Die Startnummer 19, immer gut drauf. Ja, und er war deutscher Meister und er wollte es nochmal wissen und er freut sich, dass er heute dabei sein darf. Hier ist Mirko Wolter.
only ist die Startnummer 20 sein Highlight in diesem Jahr definitiv. Er war Reservefahrer in Tenero beim Speedway Grand Prix. Und er ist ein geiler Macker. Hier ist Matze Barth. Ja, das sind ja also unsere Speedway-Experten am heutigen Abend. Und ja, jetzt feiern wir natürlich eine Mega-Premiere hier. Eine Kombination und wir haben ein tolles Langbahn-Fahrerfeld dabei. Begrüßen Sie mit mir aus den Niederlanden die Startnummer 1, Jarno de Vries. Die Startnummer 2, auch ein Multitalent, Speedway-Langbahn, das volle Programm aus den Niederlanden, die Startnummer 2, Henry van der Steen. So, ich freue mich natürlich ganz besonders. Er hat die Herausforderung angenommen und das hat er sehr, sehr cool gemacht. Und wir freuen uns auf unsere Startnummer 3. Sportler des Jahres 2015 hier im Kreis. Hier ist Uli Möschke. Die Startnummer 4. Ja, er ist auch vor kurzem erst eingestiegen in die Langbahn-Szene, aber gesagt, okay, heute wird schon, damit ich das wissen. Hier ist Danny Maaßen. Aus den Niederlanden zu uns gekommen ist die Startnummer 5, hier ist Lars Sandfried. Ja, und ebenfalls aus den Niederlanden, ein ganz erfahrener Mann, die Startnummer 6, hier ist Jörg Rosenberg. Die Startnummer 7, er ist in diesem Jahr mal wieder, will ich sagen, deutscher Langbahnmeister geworden. Hier ist der Catman, Stefan Kahn. Die Startnummer 8 in den letzten Jahren. Kometenhaft sein Aufstieg und er hat immer wieder für Furore gesorgt. Aus Großbritannien, hier ist James Shades. Ja, die Startnummer 9 vor kurzem zusammen mit Stefan Kahn und der deutschen Nachbarnationalmannschaft als Kapitän Weltmeister geworden. Ja, wir kennen ihn natürlich hier von diversen Speedway-Auftritten. Hier ist unsere Nummer 9, hier ist Michi Hertel. Die Startnummer 10, ja, auch ein Vielseitigkeitsfahrer, sag ich mal. Speedway, Langbahn, das volle Programm. Hier ist Max Beger. Ja, kommen wir zur Startnummer 11. Ja, in meinen Augen, das Kampfschwein schlechthin. Nimm's mir bitte nicht übel. Ein Kämpfer vor dem Herrn, immer 100%. Hier ist Marcel Sebastian. Und komplettiert wird das Fahrerfeld durch die Startnummer 12. Hier ist Jens Benecker. Sorry, Fans, es geht also mit großen Schritten hier jetzt gleich richtig zur Sache. Das sind sie also, unsere ja, Hauptakteure am heutigen Abend. Die können jetzt abmarschieren.